So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 12. Nachdem wir in der letzten Folge versucht haben, uns mit Ruby anzulegen, was nicht ganz so gut geklappt hat, habe ich mir überlegt, was wir denn tun können, um gegen ihn anzukommen. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich mir erstmal ein bisschen neues Equip besorge und auch ein paar neue Gambits brauchen werde. Weil mit den Gambits können wir dort oben nämlich ein paar tolle Sachen machen, habe ich mir überlegt. Das habe ich nicht nachgeguckt oder so, das ist tatsächlich alles aus meiner Feder entsprungen, was gleich passieren wird. Ich hoffe, dass das auch so gut funktioniert wird, wie ich mir das gleich in meinem Kopf vorstelle. Es wäre ganz fein, wenn das so wäre. Also, erstmal zum Gambit-Laden. Genau, der Gambit-Laden wird gleich ziemlich wichtig sein. Ich muss natürlich ein paar neue Gambits besorgen, die ich bisher noch nicht hatte. So, wir brauchen zum einen... So, hier. Nein. Okay, das ist schon mal sehr fein. Das nehme ich so. Das hier auch. Das alles nicht. Gegner mit TP 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, 3.000, 2.000, 1.000. Das soll... Achso, das glaube ich drüber, ne? Das nehme ich auch mal mit. Genau. Gegner mit TP-Prozent brauche ich glaube ich nicht. Ich nehme ja trotzdem mal was davon mit. Okay, das ist alles nicht so wichtig. Ist auch nicht. Ist auch Ritze. Gut. Das soll es erstmal hier gewesen sein im Gambit-Laden. Ich brauche erstmal diese TP-Lizenz sozusagen. So, du kannst mir wohl immer noch nicht die Fiole verkaufen. Jesus Christ. Ich verkaufe jetzt mir mein ganzes Stuff, den ich jetzt in Nabodies gesammelt habe. Es ist ja doch ein bisschen, was ich da gefunden hat. So, hier Marmor für 7000. Nun, es war keine schlechte Tour. Das war es wirklich nicht. Ja, das hat sich auch dezent gelohnt. Geisterstein, warum ich den denn her? Verticken. Da mag da keine Gefangenen. Das hat sich auch gelohnt. Relativ zumindest. Okay, 50k und neue Handelsware. Was gibt es denn? Ein Metallschild. Das ist safe ein Holzschild, ne? Ein Buckler. Hervorragend. Erinnerung. 99. 99 Steinchen. Wozu? Warum auch immer. Ja, die 1000 Gil hatte ich hier noch über. So, ich brauche auf jeden Fall dicker Rüstung. Viel dicker Rüstung. Ich muss mal gucken, ob es hier irgendwas gibt, womit ich meine Rüstung weiter steigern kann. Weil dort oben ist es wichtiger, gleich mehr auszuhalten, als auszuteilen. Wir hatten ja für Pinedo noch, glaube ich, was, ne? Ich hatte hier das Ding und das Goldkäppchen. Konstitution, wenn ich jetzt genau wüsste, was Konstitution aussagen würde. Absorbiert Licht. Was gegen Dunkel wäre ganz cool. Irgendwas, was Dunkel halbiert. Schon wieder neue Handelsware. Oh, okay. Sure. Hab ich irgendwas? Gibt's irgendwas gegen Dunkel? Nein. Okay, es gibt wohl anscheinend keine neuen dicken Rüstungen. Leute, ja. Hatte ich jetzt schlechtere Ware als vorher? Hier sind ja gar nicht mehr die. Achso, da unten sind die. Aber abwehrtechnisch macht es halt überhaupt nichts. Das ist ja. Oh, ist das mystisch. Egal, dann bleibt's halt bei den dicken Rüstungen. Das lässt sich ja jetzt nicht ändern. Mitra, nee. Ich lasse mal so, wie es ist. Ich gebe Nilo mal noch den komischen Hut.
Ah, ne, jetzt war eine weiße Maske. Ich hab's immer als Hut in Erinnerung wegen den Sachen hier. Okay. Ein Goldkäppchen da. RIP Konstitution. So, ich weiß nicht, Basch oder bei 4? Oh, das würde sich mir immer auch so lohnen. Schwarze Robe ist schon sick. Schwarze Robe ist, ich finde auch immer sick. Okay, aber ich glaube, ich muss mal die Lizenzen checken. Wer von denen hat denn die bessere MP-Regeneration? MP-Regeneration wäre jetzt super wichtig. Mehr oder weniger. Oh, hier, MP-Effizienz. Ja gut, ich denke, ich nehme für den ganzen Spaß noch bei 4. Das müsste bei ihm eigentlich fetzen. Ja. Oder? Das ist eine schwere Entscheidung. Obwohl Basch gerade das höhere Level hat. Okay, nee, dann nehme ich doch Basch. Ich nehme doch Basch. Ich hätte gerne noch eine Duplikette mehr gehabt. Finde ich nicht so gut gerade. Ja, was soll's. Ich ziehe wieder hinfort. Ich hätte mir... Da gibt es auch irgendwelche anderen coolen Waffen. Königinwache. Einmal für die plus 2 muss ich mir das jetzt kaufen. Heiligenpike. Attribut Licht. Okay, bitte sehr. Fineo, neue Waffe für dich. Easy. Leider keinen. Oh, doch, hier eine Speaker. Aber ich hab doch schon eine. Hä? Wieso kann bei 4? Ich hab das Ding einfach nicht angelegt. Cool. Defender. Defender hat 37 Reflex. Ich würde gerne sehen, wie viel die Königin Wache hat. Mache ich das Geld auf den Kopf hauen. Okay, hat offenbar nicht ganz so viel. Dieser Defender. Ob ich die schon lange hätte. Ja, okay, das war Geldverschwendung. Ach scheiß drauf, da wo ich jetzt hingehe, bringt mir Deppen sowieso nichts. Da habe ich lieber noch diese 2 Angriffspunkte mehr. Okay, gut. Ja, da muss ich noch gleich meine Gambits umstellen. Ich werde mal auf den jeweiligen Zeilen mal noch ein paar Gambits kaufen. Warten wir seine Gambits hier. Das kaufen wir. Das. Oh, das auch noch. Nett. Okay, dann bei Basch natürlich auch noch. Der hat auch gute 600. Yeah, Adramelis. So, 3 Gambits sollten hier auch reichen. Und mit Pinelo genauso. Und ihre Gambits. Ah, hier. Obwohl wir gerade gar nicht mehr so viel mehr Gambits gehen, ne? Deswegen mach einfach mal voll die ganze Sache jetzt hier. 100 nur für Gambits. So, und dann mache ich mal ein paar neue Gambits. Das mal ein Stück nach hinten. Ich hätte gerne Gegner mit weniger als 50.000. Genau. Dasselbe machen wir beim Basch auch noch. Wenn ich es denn finde. 50.000 Angriff. Ich gucke mal, ob das so klappt. So, Gegner des Gruppenführers ist sehr fein. Na gut, das machen wir erstmal einfach so. Kein Plan, ob das dann da oben klappen wird, was ich hier vorhab.
oder ob ich doch einfach gnadenlos krepiere. Ich würde mir wünschen, dass es klappt. Was kann jetzt auch Weißmagie? Vielleicht gebe ich da noch ein bisschen was. Ja, ich glaube, ich gebe schon auch Weißmagie. Alles ein Stück nach hinten. Hm, 30 sollten reichen. Ist ja. Ach so, hat das doch gar nicht frei. Ist ob. Boah, da hast du Schnupfen noch. Was ist das denn? Hä, er müsste doch irgendwo Vigra haben. Oder Vigla. Ich habe ihn doch eigentlich erstmal gegeben gehabt, oder? War es für ein Paladin? Ach so, Matthäus. Ne, ich habe es noch nicht gegeben. Okay, gut. Oh, er kann Avia. Und Medica. Okay, das ist Matthäus eigentlich schon ziemlich wert. Okay, dann gehe ich mal durch, ob noch sonst noch jemand Matthäus brauchen könnte. Sinnlos. Wo ist Matthäus? Okay, du brauchst kein Matthäus. Ach so, wegen die Granatenzinsen 3. Ach, Granatenlizenzen machen nur Zufallschaden. Hat Basch so schon zufällig? Sieht man das irgendwo? Ja gut, Granaten 3. Okay, ich merk's mir einfach nochmal. Ich gehe schon safe zum dritten Mal jetzt im Let's Play hier durch, ob ich mit Matthias irgendwas anstellen kann. Okay, hier kommt jetzt sinnlos. Komplett sinnlos. Was hat der Zeitmarke dazu? Trash. Trash. Sinnlos. Na, wo? Da, okay. Das sagt der Waldläufer. Nichts, der Mönch. Ebenfalls nichts. Also. Wo? Let's go, Matthäus. Oh, jetzt wird Basch OP. Basch wird sowas von OP. Nice. Das heißt, kann jetzt auch alles heilen per Medica. Das ist ziemlich nice. Ich glaube, er hat gerade offiziell bei 4 abgelöst. So, dann ganz Spaß ein bisschen nach hinten. Na. Okay, Gefährte mit TP 30. Bekommt Wickler reingedrückt. Dann Gefährte. Haben wir irgendwas? Ich nehme jetzt einfach, keine Ahnung. Soll ich einen extra noch Medica casten lassen? Machen wir mal blind und dann Medica. Na, nicht Angriff. Kann sogar Regener. Und dann noch Gefährte im Zustand Virus. Das wird aber gleich noch wichtig. Ich muss erstmal nochmal an die Phone-Küste. Wenn es wirklich das gibt, was ich da suche. Dann habe ich auch schon wieder 3 Teleportsteine verballert. Einwandfrei. So, draußen, das Wetter wird doch allmählich beschissen, merke ich gerade. Finde ich geil, Alter. Schön kühl. Ich den PC auch richtig schön baden lassen kann. Im Sommer geht das ja alles nicht. So, ja. Ich hoffe, dass es wirklich das gibt, was mir hier versprochen wurde. Verarscht mich jetzt nicht. Ich wurde verarscht. Es gibt hier nach wie vor nichts. Was ist das sinnlos? Nichts gegen Virus. Rein gar nichts. Wie soll man denn so arbeiten? Diamantreif gibt's hier. Und negiert sogar Blitz. Nicht schlecht. Ja. War sogar hier so ein Pisswetter. Alter. Na gut, ich mach das einfach mal so.
Mal gucken, ob es klappt. Nein, im Prinzip habe ich jetzt nicht wirklich viel Neues erreicht. Wir haben auch leider kein Avia. So, darf ich bitte einen Kristall? So, ich check nochmal unser Hauptteam jetzt auf diverse Lizenzen ab. Wir noch irgendwie ein paar. Ne, bei Bash wäre es eigentlich nur wichtig. Ob der hier irgendwas hat, um. Mit MP. Die Kraftbolzen, warum nicht? Ne, ich glaube, er hat wirklich nichts, um seine MP aufzufüllen. Das ist schon ganz lustig. Eigentlich nicht, aber trotzdem. Ich hätte auch immer drei Dupliketten irgendwo herbekommen müssen. Oh! Das ist geil. Damit hat er schon so ungefähr mit das Beste an MP, um aufzufüllen. Geil. Hat er irgendwas als Jäger, was Sinn macht? Ich glaube nicht. Aber hier, Allheilmittel, damit kann mich damit am Virus heilen. Also muss ich einfach ganz viel Allheilmittel kaufen und immer schön Bash im Team haben. Okay, Bash wird ab jetzt offiziell OP. Bestes Teammate. Er kann nicht mehr Kragen auf jeden Fall behalten. Dieser Ehrenmann. So, bei Penelo. Kann ich bei Penelo noch irgendwas machen? Irgendwas, was mehr drückt? Hat. Ah, sind auch diese Lizenzen. Das trifft sich ganz gut. Ich hoffe, es sind doch alle davon. Oh, da kann sogar ein bisschen Schwarzmagie. Okay, das ist alles ganz süß. Aber das war's dann auch zu dem Thema. Nun gut. Ich speichere noch einmal. Auf dass das alles großartig werden möge, was ich jetzt vorhab. So, genau. Probieren wir neue Gambit mal aus. Ich hoffe, das wird gleich so funktionieren, wie ich mir das denke. Das ist mit dem Hustle noch mal ein bisschen nach vorne. Hat eigentlich jemand gerade den Reif an? Okay, ist wieder bei 4. Gebe ich erstmal temporär Penelo. Immer damit ich sehe, wo diese dämlichen Fallen sind. So, räumen wir eine Runde auf. So, da kommt sofort der Heal, sehr schön. Oh je. Yeah. Das mit dem Hassdauer-Casten, das wird noch sehr, sehr kacke werden. So viel wünsche ich, dass wir noch ein paar Level machen. Einfach der Einfachkeit halber. Weil da oben sind doch relativ viele Gegner.